with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem, ja, Short-Video, sag ich mal, weil ich habe gerade versucht, Episode 34 aufzunehmen, bis es dann meinen Ton weggenommen hat und dann dachte ich mir, fuck you, ja. Und das nur Episode 34, ich dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt einfach nur die Highlights raus, die man mit Lissandra in dieser Episode erlebt, nämlich es war wirklich nicht viel Lissandra in der Episode. Mehr Iris, Army und Balala. Wir wissen ja, wie es alles in dieser Episode passiert. Ich habe zwar erstmal so ein bisschen die Orientierung verloren, aber scheiß drauf. Naja, wie gesagt, ich mache jetzt wirklich nur die Highlights. Also das heißt, diese Szene hier, dann die einfache Szene mit Castiel, die ihr euch ja so alle so gewünscht habt in der Sportumkleide. Die war auch ziemlich lustig. Und ich mache dann nochmal eine Aufnahme vom Ende, das letzte Gespräch halt, wo man dann das mitbekommt. Ja, es tut mir wirklich leid, es ist wirklich ärgerlich, dass ich hatte halt einfach versucht, mit dem Headset aufzunehmen und ja, das kam dabei raus. Es ist einfach nach 5 Minuten einfach der Ton weggegangen und ich habe das nicht gemerkt. Ich überprüfe nicht nach jeder Aufnahme gleich. Ich dachte einfach, yay, es wird schon gehen, aber scheiß drauf, es ist nicht so, wie ich wollte. Ach ja, vielleicht sollte ich mir mal ein richtig professionelles Gamer-Headset holen, ja, weil ich dachte einfach, man hört manchmal meinen Ton einfach so scheiße, weil das irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, mein Mikrofon verschluckt die ganzen Stimmen von mir. Und da denke ich mir so, puh, muss ich ändern, vielleicht klappt es mit dem Headset. Und ja, ich hatte 5 Minuten mal damit aufgenommen, es hat auch wunderbar geklappt und ich dachte, ja komm, machen wir es auch mal für die Lissandra-Episode, aber wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Okay, und bevor ich lange um den heißen Brei rede, nehme ich jetzt erstmal den ersten Part auf, beziehungsweise die erste Szene, Highlight mit Lissandra. Ich weiß, wo wir hingehen können. Er griff nach meiner Hand und ich folgte ihm. Ist es wirklich eine gute Idee, hier zu bleiben? Es kann jemand vorbeikommen. Ich habe mir nur gedacht, es wäre doch romantisch, an den Ort zurückzukehren, wo wir uns gefasst haben. Oh, ohne Verantwortung zog ich seinen Kopf mehr. Ohne Vorwarnung zog ich seinen Kopf zu mir herab, um ihn zu küssen. Du bist wirklich unglaublich süß. Nicht so süß wie du. Er zog meinen Körper noch näher zu sich, sein Kuss wurde drängender, sinnlicher. In meinen Adern begann das Blut zu kochen, die lebhafte Erinnerung an unseren ersten Kuss und nun erneut seine Lippen auf meinen. Das zusammen verlieh mir eine neue Entschlossenheit. Ich fuhr mit den Fingern durch sein Haar und streichelte seinen Nacken. Ich spürte, wie meine Taille noch fester an mich zog und sich sein Atem hörbar beschleunigte. Ich muss doch bitten. Etwas vernommen wich ich zurück. Das ist eine Schule hier, also tun Sie mir doch den Fall und zügeln Sie Ihre Gelüste. Sie sind schließlich nicht hier, um sich zu vergnügen. Ich musste mir auf die Lippen beißen, um nicht zu lachen. Die Situation war ein sowas von verrückt. Entschuldigung, Mr. Farrell. Wir wollten gerade gehen. Ich rate Ihnen besser nach Unterrichtsende zu warten, ehe sie diese Art Aktivitäten hingeben. Natürlich, diese Art Aktivitäten hingeben? Es fiel mir mit jeder Sekunde schwerer, nicht an scheinendes Gelächter auszubrechen. Leise glucksten, stahlen wir uns davon. Ich fühle mich so befreit in letzter Zeit. Früher hätte mich Mr. Ferrays kleine Intervention vermutlich in Panik versetzt. Aber jetzt kann ich sowas gelassen nehmen. Nach der Freistunde ging es zum Sportunterricht. Ich frage mich, was Boris sich heute für uns ausgedacht hat. Okay, dann mache ich jetzt nicht groß Cut, da bleibe ich gleich mal dran. Auf, Kinder, nicht trödeln, geht euch umziehen, heute steht Akrobatik auf dem Programm. Dabei dürft ihr euren Teamgeist unter Beweis stellen. Nur was anderes. Ich legte Lissandra verstohlen zu, ehe ich mich auf dem Weg in die Mädchenumkleide machte. Hey Ludo, hallo Viola, gut erholt von der Party? Ja, alles okay, keine Sorge. Eigentlich hatte ich sogar Spaß. Es war schön zu sehen, wie gut sich alle untereinander verstanden haben. Das heißt, außer gegen Ende. Wie meinst du das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Sprachlos starrte ich sie ab.
War das, was ich glaubte? Guck doch nicht so. Du kommst wie mein Fisch, wenn man ihn jemand aus meinem Glas nimmt. Es ist nur irgendwie lustig zu sehen, wie sich Lisanne in deiner Gegenwart verhält. Ich wurde bleich wie ein Leichentuch. Wie meinst du das? Ich wollte nicht unhöflich sein, aber ein paar Dinge sind mir eben aufgefallen. Wirklich niedlich. Wie sie fürchtete, mich zu kränken, nur fürchte mich genauso von dem, was sie im Begriff steht, zu sagen. Lisanne war immer ein Einzelgänger, von nichts und niemandem abhängig, aber während dieser Party hat er viel Zeit damit verbracht, dich anzusehen, als hinge der ganze Abend von dir ab, als wenn... Ich wagte nicht, sie zum Weitersprechen aufzufordern. Du hältst mich doch nicht für eine Tratstande, oder? Es ist nur, ich rede einfach so gerne. Und deswegen habe ich mich angewöhnt, Menschen zu beobachten. Man macht dir keinen Gedanken, das ist ja kein gutes Recht. Ich wollte dir noch sagen, dass ich es süß finde, wie nah ihr beiden euch offenbar steht. Wir stehen uns gut. Plötzlich wurde mir von lauten Stimmen aus dem Jugendbleiben unterbrochen. Was ist denn? Sie jetzt wirklich den ganzen Tag darüber diskutieren? Ich habe nur meine Meinung gesagt. Mehr nicht. Bist du jetzt komplett durch, oder was? Ein Idiot. Was ist denn mit euch los? Nichts. Alles in Ordnung. Hast du es nur verärgert wegen einer Bemerkung, die ich gemacht habe? Wenn du ein Problem mit mir hast, können wir das später diskutieren. Unter vier Augen. Wütend wandte er sich ab und ging. Ich sah Lisanne mit großen Augen an. Bitte, Kinder, nicht trödeln. Wir sind schon sowieso knapp an der Zeit. Ach ja. Die Einführung in die Akrobatik verlief mehr und weniger chaotisch. Heute schienen wir alle Konzentrationsschwierigkeiten zu haben und in Unwilligkeiten der anderen war ansteckend. Bald hatte keiner mehr Lust, sich anzustrengen. Der Boris sah völlig überfordert aus. Am Ende des Unterrichts verkündete er, dass er die Dinge in Zukunft anders laufen würde. Ich für meinen Teil hatte mir angewöhnt, Herrn Boris immer nur mit einem Ohr zuzuhören. Er machte seine Drohungen nur in seltenen Fällen wahr. Während alle durch die Eingangstüren der Sporthalle nach draußen strömten, gab Lisanne mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Das trifft sich gut, ich finde, er schuldet mir eine Erklärung zu dem kleinen Szenen von vorhin. Jetzt kommt's. Ich fand einfach seinen Kommentar so gut. Die meisten Schüler waren unterwegs in die Cafeteria, so blieben wir hoffentlich ungestört. Sag mal, was war denn vorhin in der Umkleide? Ich weiß es auch nicht, was da in mich gefahren ist. Das war das erste Mal, dass etwas einfach so aus mir herausgeplatzt ist. Ich glaube, ich war einfach eifersüchtig. Was hast du zu ihm gesagt? Dass es Zeit wird, dass er sich meine Freundin sucht. Das ist einfach so Lisanne. Einfach wow. Und hatte das ganz zufällig was mit der Aufgabe beim Flaschendrehen zu tun? Ja, nicht nur das. Er hat einfach in der Umkleide angefangen, über dich zu sprechen. Was soll das heißen? Er hat über mich gesprochen. Offensichtlich hat dein Kleid nicht nur mir gefallen. Im Ernst, aber... Alulu, da bist du ja. Störe ich euch vielleicht? Nein, wir reden später weiter. Ist das denn wirklich nötig? Ich verdrehe dir die Augen. Okay, dann leih ich ihn mir kurz aus, wenn du nicht gestattest. Redest du von mir? Ja, gehst du nicht zum Duschen nach Hause? Wir können doch ein Stück des Weges gemeinsam laufen, was meinst du? Ihr bedeutungsvoller Blick machte auf ihre Frage einen Befehl. Gut, dann mache ich hier jetzt erstmal noch einen kleinen Schnupp, das werdet ihr merken, und dann sehen wir uns beim nächsten Highlight, das heißt, gegen Ende sei ja wirklich hier nicht mehr passiert mit Lisanne. So, meine Lieben, willkommen zurück. Oh Gott, das war jetzt gerade ein mega Klickmarathon. Ich glaube, ich habe die Episode gerade mal in fast 10 Minuten durchgespielt. Noch nicht mal 10 Minuten, das war viel weniger. Und so schnell kann man eine Episode beenden, ne? Wenn man mal alles nicht mitliest. Die Ereignisse des heutigen Tages hatten meine Stimmung ziemlich getrübt. Aber ich wusste genau, wie ich sie jetzt in dem Moment wieder heben konnte. Wenn doch nur Lisanne hier wäre. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Meine Eltern würden erst viel später zurückkommen. Ich hatte also noch Zeit. Kurz entschlossen griff ich nach meinem Telefon, um ihn anzurufen und ihm zu bitten, vorbeizukommen. Ich wollte mich jetzt geborgen fühlen und nicht allein sein. Sofort stimmte er zu. Fantastisch. Dennoch war ich plötzlich nervös. Das würde das erste Mal sein, dass Lisanne als mein Freund bei mir zu Hause wäre. Gar nicht zu vergleichen wie beim letzten Mal, denn als er nur hier war, um die Sache mit Deppe aufzulösen. Ach ja, die gute Deppe. Die ja mal sein wurde verleugnet. Das ist schon seit Episode 1 oder 2 gibt, so wie Iris.
Lee oder Charlotte oder Boris, auch wenn man damals nur so in dieser Episode 0 kam. Nee, das ist ja inzwischen. Wie heißt der Dimitri? Lysander wollte jeden Moment hier sein. Oder er hat sich verlaufen. Da hinten sehe ich ihn schon. Wortlos fielen wir einander in die Arme. Das ist in Ordnung, du nimmst einen verstörten Eindruck. Mach dir keine Sorgen, ich bin ein bisschen genervt, das stimmt. Aber komm erstmal rein, lass uns dann darüber reden. Ich war froh, wieder in meinem Zimmer zu sein. Hier fühlte ich mich zweifellos am wohlsten, weit entfernt von den anderen, ihren Trügen und Intrigen. Komm her, setz dich. Aufgeregt ließ ich mich auf mein Bett nieder, um ihn zu ermutigen. Er folgte mir ohne zu zögern und legte mir einen Arm um die Schulter. Ich spürte, wie seine Lippen ganz sacht meine Ohrmuscheln streiften. Bei mir musst du doch nicht so gestresst sein. Erzähl mir, was da heute los ist. Man könnte sagen, dass ich mich heute gleich zweimal mit der Falschheit und Dummheit der menschlichen Rasse herumschlagen musste. Ist einmal die Freundin? Unter anderem. Übrigens habe ich dich heute Mittag noch entdecken können, als sie mich mal wieder gedemütigt hat. Ja, ich habe es erst später. Ich bin erst später zum Essen gekommen und habe nicht gesehen, was sich gespielt hat. Auch wenn Pia mir im Nachhinein alles erzählt hat. Ach ja, ich habe gesehen, wie ihr nach der Stunde zusammen verschwunden seid. Was hattet ihr vor? Wenn ich Pia in letzter Zeit nicht besser kennengelernt hätte, hätte ich geradezu eifersüchtig werden können. Ich war ein bisschen traurig, dass du nicht zu mir kamst, um mit mir zu reden. Das war. Ich wollte dich wirklich trösten, das kannst du mir glauben. Oh, guck doch bitte nicht so traurig. Ich lebe ja noch und das Wichtigste ist sowieso, dass du jetzt da bist. Ich will auf keinen Fall, dass du denkst, ich würde dich verlassen. Einer plötzlichen Eingebung folgend nahm ich sein Gesicht in meinen Händen und ihn zu küssen. Ich wusste, wie uns geschah, fanden wir uns auf meinem Bett wieder und klammerten uns wie Ertrinkende aneinander. Ich wich ein Stück zurück, um im Zweifel versucht, meine Fassung wieder zu gewinnen. Und da war dann noch die Sache mit Iris. Was meinst du? Ich erzählte ihm alles, was geschehen war, von Iris verlorenem Handy bis zu Armin's erst plötzlich erstatteten Bericht. Wie geht denn dir Iris zu helfen? Wir sammeln Beweise, um den Schuldigen zu enttarnen. Ich werde euch helfen. Ich möchte unbedingt in deiner Nähe sein, um dich, falls nötig, zu beschützen. Übertreibst, so riskant ist es nun auch wieder nicht. Darauf sehe ich auch. Bitte fühl dich nicht verpflichtet. Du solltest nicht wegen mir in irgendeiner schmutzigen Angelegenheit verwickelt sein. Er drehte sich zur Seite, um mir ins Gesicht sehen zu können. Ich will das nicht, weil ich mich nicht fühle. Ich möchte für dich da sein, so wie du für mich da bist. Er zog mich an sich heran, sah mir tief in die Augen und streichte mir zärtlich über meinen Kopf. Oh, Sugar Daddy! Sugar Daddy! Das Bild ist so süß. Ja, das Bild ist so kawaii. Ach, Lysander sieht immer. Also irgendwie sieht Lysander eigentlich auf fast jedem Bild immer besser aus als jeder andere Junge. Und jetzt nicht wegen seinem Aussehen allgemein, sondern einfach Proportion, Nase. Gesicht. Okay, außer in Episode 16 war das. Da sah so aus. Das sah so richtig seltsam aus. Also keine Ahnung. Und ich glaube auch, war das die Episode mit den Haaren? Okay, die Episode 20 mit den ganzen Vorsprechen, die zählt sowieso nicht. Da fand ich jedes Gesicht von den Jungen ein bisschen. Naja. Aber ganz ehrlich, ich finde, Lysander sieht echt auf jedem Bild immer irgendwie besser aus. Also. Ihr wisst, was ich meine, jetzt vom Zeichen her, jetzt nicht vom sein Aussehen allgemein. Okay, er sieht richtig hot aus, ne? Aber das sieht jeder Junge in SA aus, aber ich meine einfach so von Gesichtszügen, etc. und alles Mögliche. ja. Wir lagen einander über eine Stunde lang einfach nur in den Armen. Nachdem nach und nach verschwand meine Angst und machte einer beruhigende Wetterklappe. Wer auch immer dieser mysteriöse Erpresser war, lange würde ein Team wie uns nicht die Stirn bieten. Episode Band. Ja, Team Armin, Lysander und Sue. Was für ein Trio. Ja, das war Episode 34. Schlechte Nachrichten. Nein, das ist gefallen. Jagd im Netz mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Vielleicht nächste Woche am Wochenende, weil, ich habe jetzt wieder Berufsschule und ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn Berufsschule ist, bin ich krank. Werde ich krank.
will ich mich dann krank in die Schule. Oh Gott. Ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann bis, sag ich mal, tschüss.